nicht nur gut gestartet, sondern er wird daheim auch wieder zu einer Macht. 14 Goal in den ersten drei Heimspielen, das klingt gut. Das haben auch die beiden Fußballexperten Ernie Meissen und Gaetano Cialanza bei uns im FCB Total gefunden. Sie sagen aber auch, die Resultate seien mit Vorsicht zu genießen. Der FCB hat in den ersten drei Meisterschaftsspielen 14 Goal geschossen. Der FC Sion hat man daheim gerade mit 6:1 besiegt. Und auch gegen Servette haben Basel vor dem Heimpublikum mit 5:1 gewonnen. Damit hat der FCB ein klares Zeichen gesetzt. Noch in den letzten Jahren ist die fehlende Heimstärke immer wieder kritisiert worden. Der FCB ist daheim keine Macht mehr. Man hat nicht mehr Angst, ganz Joggeli zu kommen. Ich bin überzeugt, der Respekt, der ist jetzt enorm geworden mit der neuen Saison, wie der FCB spielt, wie sie auch daheim spielen. Und das ist wichtig, dass ein Gegner, der auf Basel und der muss Respekt haben. Der FCB muss sagen, wir spielen so. Und der Gegner muss schauen, wie sie gegen uns spielen und nicht umgekehrt. Aber vorsichtig muss das Team trotzdem bleiben. Auch wenn der FCB bis jetzt alle Spiele gewonnen hat. Im Moment läuft es optimal. Man hat nicht unbedingt die brutalsten Gegner gehabt bis jetzt. Trotzdem hat man die geschlagen und für mich ist der erste wirkliche Gegner, wo sie hier werden haben, ist eBay. Und da wird man einmal sehen, welche Richtung geht. Sind sie wirklich so stark, wie sie jetzt auftreten, oder liegt das auch ein bisschen an den Gegner? Der Donnerstag kann der FCB beweisen, dass seine neue Heimstärke keine kurze Sache war. Dann trifft Patrick Rahm sein Team daheim in der Qualifikation der Conference League auf Újpest Budapest.